Locke, ich muss dir noch einen Satz warme Ohren verpassen. So, liebe Freunde, ich grüße euch herzlich zu einer neuen Episode Let's Fight. Und ihr seht es, ich freue mich tierisch. Endlich! Slaps and Beans von Bud Spencer und Terence Hill. Wer kennt die beiden nicht? Ich glaube, es gibt niemanden, der die Filme nicht von den beiden gesehen hat oder gar geliebt hat wie ich. Auch hört euch mal den Sound an. Oliver Indians. Da habe ich mir damals die CD geholt als Jugendlicher. 40 Mark habe ich bezahlt. Ja, die haben 2017... oder so irgendwas angeguckt, absolut blind jetzt, ja, und wir gehen mal in die Option rein, Sprache Deutsch, ich hoffe, die haben die Stimme vom Spiel, bla bla, Schlagstopp an, okay, wir machen ein neues Spiel, Freunde, ich bin mega gespannt, wen nehmen wir denn, schneller Angriff, wuchtiger Angriff, wir nehmen natürlich Bud Spencer, ne, wen sonst? Da sehen wir schon ein paar Moves von ihm. Ist es schon fertig? Ich bin hungrig. Riecht das nicht wunderbar? Hetzt mich nicht. Das ist mein Geheimrezept. Ach so. Wer bist du denn? Hey, das ist unser Abendessen. Nur für uns. Nur für mich. Ja. Da gibt's auch, glaube ich, Bohnen an dem bei dem Feuer. Kannst du ruhig behalten. Wir sind wegen euch da. Schnappt euch die beiden. Ja, yeah, ich glaube, jetzt geht's sofort los. Warum denn die Eile? Lass uns doch ein bisschen Spaß haben mit den beiden. Du hast recht. Übertreibt es aber nicht. Der Boss will sie lebend. Na, ob das was wird? Ich kümmere mich um den Fetten. Na. Hey, siehst du nicht? Der gibt sie richtig Mühe. Wehr doch wenigstens mal ein paar Schläge ab. Ach so. Okay, das ist das Blocken. Hey Keule, sind alle Knochen noch beieinander? Ich glaube, braucht ja noch mal so einen Pfund auf den Kopf. Oh, ist das geil. Das sind, glaube ich, sogar die originalen Geräusche von damals. Genug. Wir haben keine Zeit. Na, ich glaube, das war ein großer Fehler. Du, der fasst dein Essen an. Darf der das? Unser Essen. Machen wir sie fertig, Jungs. Ja, jetzt gibt es eine schöne Schlägerei. Sicher, Chef. Er hat sie noch nicht erholt. Ah, okay, jetzt kann ich auch mitmischen. Oh, zack, schmeiß weg. Der will gar nicht mehr aufstehen, der Kerl. Wir nehmen hier seinen Kumpel und schlagen ihn damit.
kommt er mit dem Kick angesprungen. Ich glaube, das war's. Toll. Das schöne Essen. Ja, mir auch. Ja, genau. Dein Abendessen. Nun hab dich nicht so. Du bekommst einen schönen Teller Boden von mir, sobald wir in Stoneville sind. Na dann los nach Stoneville. Mitten in der Nacht. Ja, er ist hungrig. Ich glaube, das war jetzt das Intro. Also wunderbar animiert mit der Originalschrift von den alten Filmen Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans. Und natürlich das hier auch aus einem ihrer alten Westernfilme. Toller Vorspann, echt. Ja, das war anscheinend hier das kleine Tutorial. Ich bin mal echt gespannt, ob das so eine Reise durch die Filme ist oder ob das was komplett Neues ist. Bitte lasst uns Ruhe, wir haben doch nichts. Wir sind auf dem Weg zu unserem armen, kranken Vater. Ja. Ich glaube, da müssen wir wohl wieder aufräumen. Hört auf zu jammern. Ihr habt einen Wagen und die Pferde. Und deine Schwester ist sehr hübsch. Ja, Mira Drogo sucht eine Frau. Heute ist dein Glückstag. Ja, sicher. Nein, ich werde diesen Stinker niemals heiraten. Stinker? Ja, du da mit der Plauze. Es sieht so aus, als ob diese Gentlemen diese hübschen Damen belästigen. Ja, so sieht's aus. Haut ab, ich hab Kohldampf. Du bist hungrig? Ah, okay. Er will wohl Beef? Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Das frage ich mich manchmal auch im Leben. Ja, die Zöpfchen Käfer geht jetzt. Wir kümmern uns um die zwei Herren. Ja, sehr, sehr gut ausgedrückt, ja. Sehr gentlemanlike. Und weg sind sie. Zack, gab's eine Stelle. Und die Hose. Finger weg. Ah, schon geht's los? Na. Schon gibt's sie auf die 12. Der berühmte Bud Spencer-Schlag. Der alles vernichten, ne? Okay, weiter geht's. Ich erinnere mich ein bisschen an Art of Fighting. Ach, Art of Fighting. Final Fight. Oh, was gibt's hier? Oh, lecker. Direkt erstmal gestärkt. Zack, beide zusammengehauen. Ja, ist das geil, das Spiel, das sage ich euch. Also ich kann es euch absolut empfehlen. Holt es euch aus dem Store, 6 Euro. Und ihr könnt die Bud Spencer Filme einmal spielen. Ja, erstmal stärken. Da gibt es erstmal mit dem Bierglas. Na. Ja, was ist das jetzt? CPU? Computer? Ja, bin ich. Ach so. Ja, man kann auch wechseln. Jetzt bin ich Terence Hill. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ah, nice. Ganz wie ein Film, die Massenschlägerei. Wieder auf Bud Spencer gewechselt. Das finde ich schön, dass das Spiel dir die Möglichkeit gibt, dass du auch mal die Charaktere wechseln kannst. Ja,
Wurfgeschoss in der Hand. Wir müssen uns erstmal stärken. Auch noch, glaube ich, so ein Superschlag. Verdammt, die Brücke ist eingestürzt. Warum passiert das immer nur uns? Ja. Wir müssen einen Weg finden, um auf die andere Seite zu gelangen. Alles klar. Du denkst, ich springe darüber, dann hast du falsch gedacht. Nein, das ist für dich Fettsack eh zu weit. Ich versuche mal auf den Holzblocken zu klettern. Okay, er ist gelenkig wie immer. Ah, okay, das Fass. Ach, lass mich mal machen. Okay. Ah, ich hab verstanden. So, jetzt sollte es gehen, Terence. Ja, was ist mit mir? Okay, geht auch so. Okay, wir haben ja die L-Taste. Können wir wechseln. Jetzt bin ich mal wieder Terence. Bad, und damit können wir rennen. Okay. Schon gibt's wieder Mische. Ihr wisst ja, in dem Bud Spencer-Film wurde immer wieder das gleiche Fallobst von Gegnern genommen. Da war einer mal drunter, der sah aus wie mein Geschichtslehrer. Ja, wohl bekommst du eins. Ah, X. Okay, das Spiel spielt sich eigentlich relativ easy. Wir haben drei Tasten nur. Block, zwei verschiedene Fausthiebe. Zack, gibt's auf die 12, mein Freund. Oh, da gibt's hier was zu futtern. Wie er rennen kann. Ich glaube, ich habe Bud Spencer noch nie irgendwie rennen sehen in irgendeinem Film. Hat er auch nie nötig gehabt. Also drei Tasten. Und L und R kann man die Charaktere wechseln. Jetzt geht's ab in den Salon. Okay, bei ihm können wir nichts machen. Hau ab. Okay, wir sind ja schon weg. Okay, hier gibt es nichts Interessantes. Zum Gruß. Kann man was trinken? Okay, das geht nicht. Hey Kumpel, wie viel Whisky kannst du denn so? So, ich will einmal. Okay, machen wir weiter. Ich habe gedacht, das vielleicht ist einfach nur Audio nicht eingestellt. Ach, hier geht's weiter. Oder? Okay, was müssen wir machen in dem Salon? Ja. Er will seine Ruhe haben. Okay, der hat uns hier irgendwas gesagt, wie viel Whisky. Irgendwas zu futtern. Was würden Sie gerne bestellen? Ja, essen einfach. Ha ha ha.